War nicht schlecht. Wehe, du vergiftest uns. Also wirklich effektiv war das auch nicht. Das ist nicht schlecht. Das ist ein guter Trainingspartner. Silberblick macht hier allerdings keinen Sinn, weil er sich ja selber die Verteidigung wieder boostet. Also wirklich bringen tut Reiserei auch nichts. Irgendwann hat du Maximum, dann ist eh Schluss. Aber du wehrst dich sonst wenigstens nicht groß. Das macht das eigentlich ganz gut. Tschüss. 50, ja. Ah, aber sie ist mittlerweile so groß. Ich fände es gut, wenn sie jetzt noch wenigstens Aquaknarre lernen würde. Oder Biss. Biss ist, glaube ich, besser, weil du ein physischer Angreifer bist und ein aquaknarrsamer Spezialangriff, wenn ich mich nicht irre. Du willst wieder nichts lernen. Ach komm. Oh, hi. Na gut, die andere haben wir auch überlebt. Ein anderes Knuffens haben wir auch überstanden. Also. Ach, das wird nachher wieder ein Spaß, die ganzen Kämpfe für YouTube wieder rauszuschneiden. Kriege ich noch mal ein Kokuna? Das wäre super. Bessere Trainingspartner gibt es gerade nicht. Außer halt noch mal einen Trainer. Größer als Level 3 gibt's die hier auch nicht, ne? So. Ach, ich greife mal den einen Trainer davor weg, dann da in Route. Ich guck mal, ob wir den hinbekommen. Aber nicht in dem Zustand. Moment. Ja, lass es raus. Dankeschön. Nee, Quack. Das ist die Sackgasse. Mm-hmm.
Ich glaube, dass es einer ist, der kämpfen will. Warum die Eile? Warst du schon in der Arena? Dort kannst du deine Pokémon und dich auf die Probe stellen. Der will gar nicht kämpfen, der lässt uns einfach nur nicht durch. Auch gut. Wenn ich einfach darüber gehe. Gab es hier kein Gras? Soll ich in die Ruinen reingehen? Na gut. Die Puzzle lösen? Na, bringt mir ja keine Erfahrungspunkte für MP. Na gut. Der lässt uns da unten nicht durch. Das heißt, an stärkere Trainingspartner kommen wir auch nicht. Ein Level hätte ich schon gerne noch irgendwie. Hier sind ein paar Leute. Na, der bewegt sich, das heißt, er wird nicht kämpfen, der auch nicht. Ich wollte den Baum mit dem mächtigen Hieb entzwei brechen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe ach. Hallo, Mogelbaum. An dir komme ich auch nicht vorbei. Also auch kein Gras zum Trainieren. Ach, Mann. Und da geht's wieder nur Richtung Ruinen von der anderen Seite. Map. Ich könnte die Puzzle schon lösen, um dann gegen die Cognitus zu kämpfen, mit die Level 5 haben. Das wäre eine Option. Aber ich muss halt vorher ein Puzzle lösen, ne? Sonst komme ich nicht in die eigentliche Ruine rein. Lass mal gucken. Das ist ein Eckstein, das auch. Wenn ich das richtig sehe, ist das das Kabuto-Rätsel. Ja, das ist Kabuto. Bei den Augen war ich jetzt noch nicht ganz sicher, wie rum es richtig war. Das ist unten. Die Augen und unten, das war so ein bisschen schwierig. Das sind auf jeden Fall Beinchen. Ah, okay. Das war andersrum. Jetzt sehe ich's. So. So ist richtig. Und zack. Tada! Wie viel waren das? 2 oder 3, gell? Blums, geh weg, Fliege. Wir zocken hier. Geh weg. Die will mitspielen. Eine seltsame Anwesenheit ist zu spüren. Ja, Hallöchen. Gab's ja im GoFest auch zu fangen, ne? In Pokémon Go ein paar Inkognito. Da ist die Treppe nach oben. Hallo, wo seid ihr? Inkognito. Ich glaube, wir haben gar keine Lust jetzt. Welchen Buchstaben haben wir? Es ist ein J. Wart ihr schon immer so grün in der Farbversion? Ich hab das damals auf dem Pocket gespielt. Gar nicht auf einem Color. Das war irgendeine Kraftreserve, die nicht sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon ist. Das finde ich gut. Weil das kann ja irgendeinen zufälligen Typ haben. Nach irgendwelchen bestimmten Regeln. Aber gegen Kanimani richtet es nichts aus. So. Und wir bekommen 43. Na, das ist doch mal eine bessere Hausnummer. So.
Das ist doch besser, als gegen, keine Ahnung, wie viel Taubsis zu kämpfen. Da ist das Haar. Die waren schon immer so grün in der Farbvision. Oh, okay. Na gut. Irritiert nur ein bisschen, weil die Shiny-Variante... Ich habe selber keins gefangen in Go, aber ich habe Screenshots gesehen, die sind auch so leicht grünlich. Nicht jetzt am Wochenende, sondern nächste Woche, das Wochenende, da ist ja das Pokémon Go Entschädigungsevent. Für alle, weil es ja Schwierigkeiten gab während ein paar Stunden. Aber da können halt nur die teilnehmen, die halt damals zum GoFest ein Ticket hatten. Aber für die gibt es ein kleines Entschädigungsevent. Da sollte auch irgendwie nochmal was laufen, glaube ich. Ich glaube, nur deswegen soll es noch die Entscheide geben. Oder ist es wegen der Enigma-Woche, die morgen anfängt? Weil da sollte ja U, L, T, R und A auftauchen. Die sehen auch so leicht grünlich aus. Da sah das Shiny auch so leicht grünlich aus vom Inkognito. Aber ich hatte noch kein Glück. Zack. Das war irgendwas Neutrales. Komm, Level 13 möchte ich schon noch schaffen, bevor ich es mit Falk versuche. Schon entwickeln werde ich sie jetzt noch nicht. Also 16 ist, glaube ich, für Falk übertrieben. Das F. Hallo. In jedem Abschnitt der Ruine waren andere Buchstaben, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Vom Alphabet. Aber Ausrufezeichen und Fragezeichen gab es in Gold und Silber damals noch nicht. Die kamen erst später. Eins noch. Dann haben wir Level 13. Komm. Noch ein F. Hallo. Auch eine neutrale Attacke. So. Ach komm, du wehrst dich ein bisschen mehr als die anderen. Ausrufezeichen und Fragezeichen gab es erst mit Rubin und Saphir, genau. Und in jedem Abschnitt gab es andere Buchstaben. Habe ich noch so richtig im Kopf. Ja, manchmal erinnere ich mich sogar richtig. Und Glück, Level 13. Lernst du mal jetzt noch was? Ja, endlich kann sie mal eine Wasserattacke. Nicht, dass du sie dringend bräuchtest, aber ein paar mehr Angriffsattacken, die man benutzen kann, ist immer gut. Als immer nur Kratzer, Kratzer. Bitte mehr Auswahl. Und ich glaube, ja, wegen der Typeneffektivität, weil du ein Wasser-Pokémon bist, ne? Ist Aquaknarre auch eigentlich besser. Jetzt in der Arena. Stab. Same Type Attacker Bonus. Wenn die Attacke denselben Typ hat wie das Pokémon, das sie anwendet, gibt es extra Schaden. So, gucken wir mal, ob wir ihn besiegen können mit einem Level 13 Ganimani. Nicht, dass ich große Angst vor seinen Flatterviechern habe, aber ich möchte, wenn es geht, diesmal K.O.s vermeiden. Vor allem nachher bei denen, die wegen Zuneigung, für die wir eine hohe Zuneigung brauchen, damit sie sich entwickeln. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel von Flug-Pokémon mit einem elektrischen Blitz stutzen kann. So etwas werde ich niemals zulassen. Ich werde dich die wahre Kraft der Flug-Pokémon spüren lassen. Gott sei Dank hatte ich damals neben meinem Endivier auch ein Visor und ein Huthut, um gegen dich zu kämpfen. Waren zwar beides Normaltypen, aber egal.
Wenn ich nur mit meinem Endivia angerückt wäre, das wäre wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Also hast du ein Taubsi und ein Habitak? Oder ein Taubsi und ein Tauboga könnte ich mehr... Nee, wenn das nur Level 7 ist, garantiert kein Tauboga. Nee. Dafür braucht er viel zu hohen Level. Komm, jetzt habe ich so Muffe da hier, dass... Das ist nur Level 7. Alter. Na gut, das schaffen wir doch. Und... Der hat doch tatsächlich der Boga. Mit Level 9. Cheater, das geht nicht. Der Opsi entwickelt sich erst bei Level 16 zu Tauboga. Nur weil du Arena-Leiter bist, heißt das nicht, dass du die Erlaubnis hast zu cheaten, gell? Jetzt wird er wahrscheinlich heilen. Nee, doch nicht. Na, immerhin. Gehörst du nicht mehr zu den Nervensägen, die ständig heilen? Verflixt, mein Vater hat Flug-Pokémon geliebt. Also gut, nimm das. Es ist der offizielle Flygon der Pokémon-Liga. Gib mir ja Money und den Orden. Dankeschön. Stärkt den Angriffswert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Hier, ich hab noch was für dich. Die TM 31, benutzt ein Pokémon eine TM, erlernt es sofort eine neue Attacke. Überlege dir den Einsatz gut, eine TM kann nur einmal eingesetzt werden. Was damals sehr doof war, Gott sei Dank haben sie es später geändert. Was haben wir? Lehmschelle. Das habe ich damals meinem V-Senior beigebracht. Gar nicht so schlecht. Das kann vielleicht das Evoli dann übernehmen, weil eine Bodenattacke ist, glaube ich, sonst kaum vertreten. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich hatte überlegt, in der Spielhalle auch noch einen Sandern mitzunehmen, eventuell. Halt, dass wir ein paar mehr Typen im Team haben. Fügt dem Gegner Schaden zu und reduziert gleichzeitig seine Genauigkeit. Genau, deswegen ist recht nice, die Lehmschelle. Sowohl defensiv als auch offensiv, genau. Habe ich gerne benutzt bei meinem V-Senior. Da ist der Anruf. Auf den habe ich schon gewartet. Wir haben etwas über das Ei herausgefunden. Mein Assistent ist im Pokémon Center von Viola City. Würdest du mit ihm sprechen? Ja, mache ich. Hauptsache, ich muss nicht bis zu dir zurücklatschen. Ich hoffe, die Kinder draußen auf dem Spielplatz sind nicht zu laut, aber wenn ich das Fenster zumache, gehe ich hier unterm Dach ein. Erst einmal heilen wir Impi. Die hat gut gekämpft, die Süße. So. Und ja, lange nicht gesehen. Der Professor hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er hat noch eine Bitte an dich. Nimm bitte das Ei. Ja, gib her. Dankeschön. Wir haben entdeckt, dass ein Pokémon erst schlüpft, nachdem es im Ei gewachsen ist. Außerdem muss es sich in der Nähe anderer Pokémon befinden, um zu schlüpfen. Griffi, du bist die einzige Person, auf die wir uns verlassen können. Bitte ruf den Professor an, wenn das Ei soweit ist. Ja. Das geschieht, glaube ich, wieder automatisch. Ja. Aber ich befürchte, jetzt werden wir erst mal... Das Ei ausbrüten. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Es bewegt sich manchmal. Es könnte bald schlüpfen. Okay. Dauert aber trotzdem noch ein bisschen. Zumindest ist es vorgebrütet. Weil es bewegt sich schon. Aber es sind noch nicht Laute zu hören. Wenn da steht, es sind schon Laute zu hören, dann ist es kurz davor. Ich weiß jetzt nur nicht mehr. Weiß jetzt nur nicht mehr, wie viele Schritte da ungefähr nötig waren. Naja. Peachy hört die Kinder nicht, also sind sie wahrscheinlich nicht zu laut. Gut.
Manchmal verstehe ich nämlich nicht, wie empfindlich dieses Mikrofon ist. Vielleicht sind sie dann doch zu weit weg dafür. Ey, ich wollte da so schön auf und ab gehen. Gehst du mir aus dem Weg? Danke. Leider kann man in den frühen Spielen noch nicht sprinten. Das nervt ein bisschen. Da werden die Schritte viel schneller zusammen. Bist du auf damit? Lauf schalt man das lang. So. Wenn die mir alles vor die Nase dackelt, wehe Opa, du machst das auch. Ja, lauf lieber links, rechts. Lass uns hier hin und her laufen, danke. Kann ich nämlich dann auch anfangen, das Togepi mit zu trainieren. Denn wenn es kämpft und gewinnt, gewinnt es Zuneigung. Wenn wir es mit Beeren und Heiltränken füttern, gewinnt es Zuneigung. Bis zum Friseur? Na, den schaffe ich, glaube ich, heute nicht mehr. Der ist noch eine Option, den kann man vielleicht aber eventuell beim Evoli benutzen. Einmal. Der beschleunigt das Ganze, der steigert die Zuneigung. Ja, ansonsten halt eben kämpfen. Kämpfen, gewinnen lassen. Level-Ups geben Zuneigungspunkte. Möglichst K.O.s vermeiden, weil die senken das dann wieder. Das finden die dann nicht so lustig. Dass es sich möglichst bald entwickelt. Kann ich den Emulator nicht mit meinem Handy verbinden und damit Go Abenteuer sinkt das Dokkaby ausbrüten? Mein Avatar driftet gerne immer über die Karte. Die brütet das bestimmt innerhalb von 5 Minuten aus. Ich muss ihn gedrückt halten. Und dann klingt die Musik aber voll kacke. Aber gedrückt halten und gleichzeitig laufen, hin und her laufen, Moment. Ist ein bisschen knifflig, aber es funktioniert. Aber die Musik klingt dann grausig. Ah. Na also. Togepi. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Ja. Was bist du? Auch ein Mädchen. Irgendwie kommt mir da sofort Tika. Wegen Toketik. Nur halt nicht mit C, sondern mit K. Und dann machen wir Tika draus. So. Reine Weiberbande hier bisher. Guck mal an. Und der Prof wollte, dass wir ihn anrufen. Nein, nicht die Mama. Der Prof. Wie geht es dem Ei? Es ist etwas geschlüpft. Was für ein Pokémon ist es? Bitte komm und zeig es mir. Ach, stimmt. Das müssen wir ihm noch zeigen. Oh, ja, okay. Naja, gut. Dafür ist er geschlüpft. Der kleine Fratz. Level 5. Welche Attacken kannst du? Ugh. Ugh. Na gut. Was haben wir eigentlich für einen Kampfstilwechsel? Ja, gut. Würde ich nochmal sicher gehen. Gut, jetzt haben wir den kleinen Fratze. Kann man anfangen zu leveln. Aber mit Charme und Heuler gewinnst du echt keine Kämpfe, du.
beides Attacken, die keine Schaden machen.